Vielen Dank. Ich habe halt eben auch in dem Punkt die beste Fraktionsvorsitzende. Wenn man sich die Haushaltsdebatten der vergangenen Jahre mal anschaut und nebeneinander stellt, dann kann man sich schon sagen, dass sich etwas grundlegend geändert hat. Ja? Und das ist, dass vor kurzer Zeit, die Finanzministerin hat das heute Morgen auch schon angesprochen, der Hauptvorwurf der Opposition immer war, dass wir zwar jetzt noch nicht, aber bald danach die Schuldenbremse reißen werden. So, und wir stellen wieder einmal fest beim dritten Haushalt, den wir hier verantworten, dass wir dies nicht tun werden. Und wir können auch feststellen, dass dann immer der Vorwurf kommt, ja, das ist ja nur die Konjunktur. Wir sagen dann auch, natürlich hat das auch was mit der Konjunktur zu tun. Trotzdem haben Sie auch vor 3 Jahren gesagt, Ihre Haushaltspolitik ist so schlecht, dass Sie selbst bei guter Konjunktur das alles reißen werden. Und da kann man halt eben sehen, wenn die Opposition ständig ihre Vorwürfe neu justieren muss, dass so schlecht die Politik der Landesregierung gar nicht sein kann. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das 165 Millionen Abstand zur Landesverfassungsgrenze und sogar deutlich über 500 zu der vereinbarten mit dem Bund. Das heißt, wir sind bei der Konsolidierung auf dem richtigen Weg und wir haben deshalb auch wieder Luft, einen anderen wichtigen Bereich, und das haben ja viele Redner vor mir auch angesprochen, zu diskutieren, wo wir in der Tat, Herr Koch, ich wiederhole es auch heute, eine Schippe noch drauflegen müssen, und das ist der Bereich der Investitionen. Aber genauso wie ich finde, dass wir uns als Regierungsfraktion es uns nicht so einfach machen sollten, im Bereich der Investitionen alles an Problemen, die es dort gibt, wegzureden. Ich habe das heute auch nicht gehört, ja, aber wenn das so wäre, dann hätte ich damit auch ein Riesenproblem, finde ich es auch nicht richtig, wenn Sie bei den Investitionen einfach stur die Quoten der letzten Jahre nebeneinander halten, ja, und dann sogar bei dieser Betrachtung ein paar Tatsachen ausblenden. Die erste Tatsache ist beispielsweise, dass die Investitionsquote am stärksten gesunken ist, ja, in dem Doppelhaushalt von Schwarz-Gelb von 2011 auf 2012. Dort fiel die Investitionsquote nämlich von über 10% auf 8,4%. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und wenn man sich hier hinstellt und das kritisiert, ja, dann muss man auch ein bisschen selbstkritisch sein und sagen, auch wir haben das damals nicht besonders gut hinbekommen. Das haben Sie nicht gemacht und das finde ich unredlich. Auch Sie sollten sich bei dieser Thematik ehrlich machen. Und zur Investitionsquote gehört halt eben auch, dass man erstmal sich anschaut, eine Bestandsaufnahme macht und schaut, was haben wir eigentlich in bestimmten Bereichen für einen Sanierungsbedarf. So, und da sollte es uns alle beschämen, dass es erst mit dieser Landesregierung begonnen wurde, den Sanierungsbedarf bei Landesliegenschaften, bei Straßen, bei vielen anderen Projekten, dass damit erst unter dieser Landesregierung seit 2012 begonnen wurde, das zu ermitteln. Wir brauchen noch eine bessere Bestandsaufnahme und alle sollten da kritisch auch mal über die eigene Rolle in den letzten Jahren nachdenken. Es haben auch Kollegen schon ein paar Sachen gesagt zu dem Thema, was für ein guter Indikator ist eigentlich die Investitionsquote. Das muss ich jetzt hier nicht alles wiederholen. Es ist aber in der Tat auffällig, dass die Investitionsquote wichtige Bildungsausgaben, wie beispielsweise bei den Lehrerstellen, wo wir uns letztes Mal vor der Sommerpause noch um Zahlen gestritten haben, aber wo wir alle gesagt haben, Lehrerstellen sind wichtig, dass die zum Beispiel nicht Teil eines modernen Investitionsbegriffs sind, dass aber jede Ausgabe für Straßenprojekte oder für andere Verkehrsprojekte, dass die bei den Investitionen zu Buche schlägt. Und Herr Kubicki, man soll nicht alles zu Investitionen erklären, was einem gerade in ein politisches Programm passt. Das ist vollkommen richtig. Aber sich auch mal kritisch mit der Frage auseinanderzusetzen, wie man Definitionen zukunftsfest definiert und ob das vielleicht eine andere Definition ist, als einige das in den 80er Jahren gemacht haben, das finde ich, ist keine nebensächliche Debatte, sondern total zentral für dieses Land. Ja, ich bin gespannt, ob Sie und Ihre Kollegen im Finanzausschuss dazu bereit sind oder ob Sie an dieser altbackenen Art und Weise, die Investitionen zu definieren, festhalten wollen. Das ist eine Frage, vor die Sie sich genauso wie die anderen Kollegen hier natürlich auch stellen müssen. Und ich hoffe, dass wir da eine konstruktive Diskussion wirklich auch hinbekommen, die dann ein bisschen weitergeht und nicht nur in diesen alten Vorwürfen festhängt. Der andere Punkt ist, dass wir in Sondervermögen über 200 Millionen Euro inzwischen haben. Ja? Ich rechne das jetzt nicht 1:1, das wäre genauso falsch auf die Investitionsquote raus, das könnte man ja auch mal machen, wäre nicht ganz richtig, aber gleichzeitig muss man auch feststellen, dass dort beispielsweise viele Mittel drin stecken, womit Breitbandversorgung
Herr Schmidt, Sie haben uns ja vorgeworfen, da passiert nichts, Breitbandversorgung besser finanziert werden soll, womit Hochschulen saniert werden, womit Kitas saniert werden, womit auch im Übrigen Straßen saniert werden. Da stecken über 200 Millionen Euro drin. Die stehen nicht im Haushalt, die werden nicht in der Investitionsquote mit reingerechnet, sind aber superzentral für das Land und sind Zukunftsinvestitionen, so wie wir sie uns vorstellen. Ich möchte auch noch ein paar Sachen sagen zu den zu der Haushaltspolitik der Union, Herr Kollege Koch. Ja, Sie probieren ja immer so ein bisschen nach Tea Party Art höher, schneller, weiter, also schneller die Schuldenbremse einhalten, alles noch viel besser machen, vorzugehen und uns dementsprechend dann Forderungen an den Kopf zu werfen. Das ist auch Ihre Aufgabe als Haushaltspolitiker. Sie machen Ihren Job da ja so, wie sich ein Haushaltspolitiker einer großen konservativen Oppositionsfraktion es auch machen sollte. Nur passt es leider nicht mit dem zusammen, was Ihre Fraktion macht. Und ich will dafür mal ein paar Beispiele nennen. Das eine ist Ihr Fraktionskollege Volker Dornquast. Der hat vor einiger Zeit, genau Sie sind gemeint, 22 Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit beantragt hier. Wir haben das in den Ausschüssen gehabt, im Wirtschaftsausschuss und auch im Europaausschuss. Dort hat dann das Wirtschaftsministerium berechnet, dass, so wie Sie sich das vorstellen, das Ganze 22 Millionen Euro kosten würde. 22 Millionen Euro. Das hat nicht dazu geführt, dass man als Wirtschaftspolitiker der Union nochmal gesagt hat, vielleicht gehe ich dann nochmal zu meinem Haushaltspolitiker und überlege mir, ob das vielleicht nicht so ganz in unsere Haushaltspolitik passt. Nein, man hat einfach an diesem Antrag festgehalten und es war dann Aufgabe der Regierungsfraktion, hier seriös haushaltspolitisch zu handeln und diese Forderung in die Schranken zu weisen. Wir sind gespannt, ob dieses Programm bei Ihnen in Ihren Haushaltsanträgen auftaucht. Wir werden Sie auch daran messen lassen. Ein anderer Punkt in Ihrer Haushaltspolitik, der ist, glaube ich, in zwei Tagen auch noch mal in gewisser Form auf der Tagesordnung, ist der Bereich der Stelleneinsparungen bei der Polizei. Auch dort kann man feststellen, dass Ihre Forderung, einmal die Stellen, also sozusagen die Stellensituation bei der Polizei auf dem jetzigen Stand einzufrieren und keine weiteren Kürzungen vorzunehmen, das ist, glaube ich, das, was Sie im Mai beantragt haben, plus die Forderung, die Sie ja auch noch stellen, dass die strategische Lücke bei der Polizei geschlossen werden muss, bedeuten würde, dass man insgesamt circa 200 Stellen, ich meine etwas über 200 Stellen, mehr in der Polizei lassen müsste, als wir es durch den Stellenabbaufahrt tun würden. Auch diese Forderung kann man inhaltlich diskutieren, da gibt es unterschiedliche Positionen zu, das werden die Fachpolitiker auch weiter diskutieren, ist aber bei Ihnen überhaupt nicht gegenfinanziert und passt überhaupt nicht in das, was Sie uns hier als Ihr Finanzkonzept präsentieren. Zu dem Bildungsbereich will ich jetzt noch mal ganz kurz eingehen. Da, glaube ich, sollten wir uns die Zahlen noch mal ganz genau angucken. Herr Kollege Kubicki hat uns ja die Zahlen von Ihnen zumindest auch gerade zur Verfügung gestellt. Das ist auch eine gute Debatte im Fachausschuss. Da will ich aber auch nur eins sagen. Wir vergleichen, was stellen Sie an Haushaltsanträge für den Bildungsbereich und was machen wir an Haushaltsanträgen im Bildungsbereich. Und da kann man beispielsweise bei den Lehrerstellen feststellen, dass wir, obwohl Sie nochmal nachjustiert haben, über 700 Stellen über die Legislaturperiode verteilt mehr im System lassen, als Sie es hier mit Ihren Anträgen zum Ausdruck bringen. Also auch da sollte man keine technische Zahlensalatdebatte führen, sondern man sollte alle hier daran messen, wie Sie wirklich handeln und was für Anträge Sie stellen. Ich wollte jetzt was zu den Bund-Länder-Finanzen sagen, deswegen dachte ich, ich warte auf den Kollegen, während er langsam zum Mikrofon kommt. Ich höre, dass Sie Interesse daran haben, die Frage oder die Anmerkung des Fraktionsvorsitzenden der FDP, Wolfgang Kubicki, hören zu wollen. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Herr Kollege Andresen, ich gebe Ihnen zu, dass man natürlich bei den konkreten Haushaltsanträgen sich da nochmal austauschen muss. Aber würden Sie mir zugestehen, dass die Behauptung jedenfalls, diese Regierung und diese Koalitionsfraktion geben mehr für Bildung aus als alle Vorgängerveranstaltungen, jedenfalls anhand der Zahlen, die wir ermittelt haben, das können wir ja noch alle überprüfen, unzutreffend ist. Und würden Sie mir auch noch zugestehen, unzutreffend ist. Und würden Sie mir auch noch zugestehen, dass obwohl das Land Sachsen und obwohl das Land Bayern eine deutlich höhere Investitionsquote haben im klassischen Bereich, nämlich 19 bzw. 16%, auch deren Bildungsausgabenquote, das heißt gemessen am Haushalt, am Gesamtvolumen des Haushalts, Ausgaben für Bildung, deutlich höher ist als in Schleswig-Holstein, weshalb Sie dann auch fragen, Sie ja fragen müssten, warum das denn so ist, wenn denn Ihr Schwerpunkt statt auf Investitionen in Beton angeblich auf Investitionen in Bildung liegt. Also das waren ja zwei Fragen. Ich probiere aber trotzdem darauf zu antworten. Ich glaube,
ich gebe Ihnen zum einen nicht recht, weil gemessen an den absoluten Zahlen geben wir wesentlich mehr für Bildung aus, als Sie es tun. Wir haben das jetzt mal überschlagen, allein im Kita-Bereich zwischen 70 und 80 Millionen mehr rein, als Sie es getan haben. Wir haben da Programme gestartet, wir haben Sondervermögen auch gestartet zur Sanierung. Das sind keine Bundesmittel, das sind auch Landesmittel, Herr Kollege Vogt. Schauen Sie sich das nochmal ganz genau an. Wir lassen mehr Lehrerstellen im System, als Sie es getan haben. Von daher, und auch als Sie es übrigens nach aktuellen Planungen noch tun, von daher tun wir für Bildung mehr, als Sie es getan haben und als Sie es zum Ausdruck bringen durch Ihre Haushaltsanträge. Die andere Sache ist, gemessen an den Gesamtausgaben, das war ja sozusagen Ihr Maßstab, ja, gemessen an den Gesamtausgaben sage ich, das, was Sie uns hier gerade auch an Zahlen gegeben haben, das werden wir noch mal ernsthaft angucken, weil man dann zu einer anderen Betrachtung kommen kann. Wenn man aber trotzdem vergleicht, wer konkret handelt, dann kann man feststellen, dass wir eine Koalition sind, die wesentlich mehr für Bildung tut und das auch in den nächsten Jahren weiter tun wird. Die andere Frage habe ich ehrlich vergessen. Es hatte, glaube ich, was mit Bayern und Sachsen zu tun. Das können wir dann vielleicht auch später noch klären. Ich wollte noch ganz kurz was sagen zum Thema Bund-Länder-Finanzen. Ich finde es gut und richtig, weil es nämlich ein Skandal ist, dass die Länderparlamente an den Neuverhandlungen der Bund-Länder-Finanzen nicht beteiligt sind, dass wir hier eine gemeinsame Resolution auf den Weg bringen. Das finde ich wirklich richtig. Und ich begrüße es auch, dass die Ministerin schon angekündigt hat, dass sie es nicht nur vorher schon getan hat, sondern dass auch der Staatssekretär sich in dem Sinne heute in Berlin auch einsetzen wird. Gleichwohl befürchte ich, ja, nicht als Omen nehmen, aber gleichwohl befürchte ich, dass der Verhandlungsstand auf Bundesebene schon so weit ist, dass wir wahrscheinlich als Länderparlamente da eher eine Zuschauerrolle einnehmen werden. Ja, ich bedauere das, ich finde, das ist ein Skandal, aber ich glaube nicht, dass wir das noch großartig drehen können. Und ich glaube, dass wir uns deshalb, oder nicht nur deshalb, aber auch mit Inhalten auseinandersetzen müssen. Und da finde ich es erstmal sehr, sehr gut, dass es Ministerpräsident Albig und auch die Finanzministerin gestern geschafft haben, den Hamburger Bürgermeister von der Forderung zu überzeugen, dass der Soli zur Altschuldentilgung verwendet werden soll. Wir haben damit, das ist gestern ein bisschen untergegangen, aber ich finde, wir haben gestern damit geschafft, ein neues Bundesland hinter diese Forderung zu stellen. Und das ist erstmal eine gute Sache. Und ich hoffe, dass das noch mit vielen anderen Bundesländern auch so weitergehen wird. Herr Abgeordneter Andresen, stellen Sie eine Zwischenfrage des Fraktionsvorsitzenden Dr. Ralf Stegner. Ja. Wir haben das Wort, Herr Abgeordneter. Lieber Herr Kollege Andresen, ich finde, in der Quintessenz haben Sie absolut recht mit dem, was Sie sagen. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass der Vorschlag, das zu übernehmen, was wir mit der Altschuldentilgungsfonds waren, für die Kommunen von Olaf Scholz stammt. Insofern war das nicht wirklich große Überzeugungsarbeit, die Thorsten Albig leisten musste, sondern wir sind uns da einig mit dem Kollegen Olaf Scholz. Und wenn wir das hier nochmal gemeinsam feststellen können im Plenum, ist das wundervoll. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege, für die Klarstellung. Ich habe aber auch schon beim Ministerpräsidenten aller Couleur erlebt, dass sie durchaus ihre Meinung auch mal ändern. Mal abgesehen davon erinnere ich mich auch an Zeiten im Wahlkampf, wo Sie sich vor allem mit diesem Projekt nach vorne gewagt haben und Änderungsanträge gestellt haben. Und das war, glaube ich, vor allem mit Bremer und Berliner Kollegen. Ich will da jetzt niemanden die Urheberschaft abstreitig machen, aber es ist ja einfach ein gutes Signal, dass die Hamburger Regierung dann zumindest jetzt noch dazu steht, was sie vor einem halben Jahr vertreten hat. Wenn das in allen Punkten so wäre, dann würde es um Hamburg auch besser stehen. Die andere Sache ist, bei einer SPD-Alleine-Regierung kann man nicht erwarten, dass die Grünen da jeden Schritt in Ordnung finden. Und wenn sie tief in sich hineinschauen, liebe SPD-Fraktion, dann sind sie doch auch nicht immer mit ihren Hamburger Kollegen einverstanden. Ich finde aber, dass es über den Altschuldentilgungsfonds, über die Altschuldenfrage noch ein paar Punkte gibt, die in der Bund-Länder-Finanzbeziehungsdiskussion auch eine Rolle spielen sollten. Das ist, dass wir, auch gerade weil wir jetzt viel über gute Konjunktur sprechen, auch darüber reden müssen, was strukturell im Einnahmebereich passiert. Ja, und da hat der Kollege Stegner gerade eben auch schon was gesagt, und zwar, dass ich glaube, dass wir die Debatte um eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Zum einen, weil das für uns eine wichtige Aufgabe sein soll, gerade wenn man sich Gerechtigkeit aufs Programm schreibt. Und aber auch, weil ja lustigerweise die Steuern, die das am meisten zum Ausdruck bringen auf Bundesebene, nämlich eine potenzielle Vermögensteuer, aber auch die Erbschaftssteuer, die gerade in der Diskussion ist, Steuern sind, die auch aus Länderseite
für die Einnahmen sehr, sehr interessant ist. Und deswegen glaube ich, dass wir auch in diesem Diskurs als Koalition oder auch die Landesregierung sich noch stärker als bisher beteiligen sollte, Umverteilung, eine gerechtere Vermögensverteilung und eine strukturelle Stärkung der Einnahmeseite der Länder passen hier gut zusammen und das passt auch gut ins Profil unserer Küstenkoalition. Ich glaube, dass wir die Haushaltsberatung dieses Jahr ein bisschen dazu nutzen sollten, auch solche grundsätzlichen Fragen zu diskutieren, neben den vielen kleinen Punkten, die wir auch besprechen werden. Vielen Dank, ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss.